Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Beste Freunde. Ich sitze gerade im Auto und bin auf dem Weg zu einem Markt. Lasst euch überraschen und wir sehen uns dann dort wieder. Genau. Bis dann. Meine Lieben, ich bin gerade hier auf dem Mittelalmarkt in Amperbach, wie ihr erkannt habt. Und jo, mal schauen, was es noch so gibt. So, wir haben einen Freiwilligen. Willst du auf meine Schule? Super! Testamentarisch alles geregelt? Okay. Also einmal zur Erklärung, weil das seht ihr nachher nicht, je nachdem. Wir arbeiten mit Trefferzonen. Erstmal, damit du schon mal keine Angst hast. Das Ding hat wenigstens 2 mm Schlagkante, dass wir uns nicht verletzen. Wir arbeiten mit Trefferzonen. Wir haben den Oberarm, die Schulter, Oberkörper, Oberschenkel. Wenn wir damit einen Treffer kassieren, werden wir es jetzt für euch, für die Optik so machen. Derjenige öffnet sich, kriegt nochmal einen schönen Treffer und geht dann schön zu Boden. Spielt tot. Der ist nicht tot, der spielt nur so. Oder riecht eventuell auch noch so. Aber das war's. Wir haben noch als eine Waffe dabei, die Lanze. Da zählen dann die Treffer als Stich ab Brust nach unten. Da ist beispielsweise dann nicht der Treffer, sondern erst ab Brust runter. Auch die Kronjuwelen sind bei uns Trefferzonen. Aber wir sind zum Glück alle geschützt, du auch? Wir versuchen auch, wenn wir durch irgendeine Spielerei hinter den Gegner kommen, dass wir dann nicht, der Oberkörper wäre Treffer, nur das tut weh. Das kann ganz böse enden, das kann im Krankenhaus enden. Deswegen versuchen wir dann, das gefällt dem. Zugabe! Wir fangen jetzt quasi gerade erst mit Zweikämpfen an. Der Verlierer ist dann jemals immer raus, bis zum Schluss quasi nur noch einer steht. Fang schon mal an, ich bin in der nächsten Runde dabei. Ja. Mit dir will keiner spielen. Und eine Bitte noch an die Eltern, so ein bisschen auf die Kinder aufpassen, die dicht an den Absperrungen sitzen. Die Kämpfer haben teilweise Helme auf mit extrem eingeschränkter Sicht. Da kann so ein Kind im toten Winkel liegen. Ja, ne? Warum haben wir mit der Bank noch den Kiel? Ja, mit der Bank gebaut. Doch. Wir fangen jetzt quasi gerade erst mit 2 Kämpfen an. Der Verlierer ist dann jemand immer raus, bis zum Schluss quasi nur noch einer steht. Fangen schon mal an, ich bin in der nächsten Runde dabei. Ja. Mit dir will keiner spielen. Und eine Bitte noch an die Eltern, so ein bisschen auf die Kinder aufpassen, die dicht an den Absperrungen sitzen. Die Kämpfer haben teilweise Helme auf mit extrem eingeschränkter Sicht. Da kann so ein Kind im toten Winkel liegen. Ja, mit der Bank gebaut. Doch. Nee, ihr müsst dann auch schon zurück. So, und das Teil kommt dann noch ein wenig zurück.
Oh, einer ist schon tot. Zwei tot. Hier, wir reden es raus. Der Sicht schlägt. Leon, Benno, Stimme einziehen. Oh, getroffen. So, meine Lieben, das war mein kleiner Mittelaltermarkt-Vlog hier aus Amferbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like da, abonniert den Kanal, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich höre mittelalterliche Musik. Also, bis bald.